des Himmels und der Erde, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und Mond und scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist, erhält. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen hast behütet und bewacht, dass des bösen Feindes List mein ich mächtig worden ist. Führe mich, o Herr, und leite meinem Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir miteinander feiern wollen. Eine anstrengende Woche liegt hinter mir. Eine Woche, die uns gezeigt hat, wie die Wetterkapriolen uns manche Dinge auch verderben. Eine Woche, in der wir aufblicken zu dem, der unser Retter ist, zu dem, der unsere Hilfe ist, zu Gott, unserem Herrn und Vater. Wie reagieren wir auf Gottes Wort, auf Informationen, die uns wichtig werden? Darum geht es in diesem Gottesdienst, wenn wir miteinander feiern, vor Gott kommen, sein Wort hören, uns etwas neu sagen lassen, zu ihm kommen mit unseren Sorgen, uns segnen lassen für diese Woche. Lasst uns beten mit Worten aus dem 31. Psalm. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Ich befehle meinen Geist in deine Hände, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Ganz nahe ist dein Wort, Herr unser Gott, ganz nah deine Gnade. Begegne uns mit Macht und Herrlichkeit, mit deiner Gnade, deinem Wort, deinem Erbarmen. Lass nicht zu, dass wir taub werden für dich, sondern mach uns offen und bereit, für Jesus Christus, deinen Sohn, der kommen wird, damit er uns suche und rette, heute und täglich bis in Ewigkeit. Amen.
Hört das Evangelium bei Lukas im 8. Kapitel vom Sämann. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Anderes fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Und als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt, er setzt seine Wiesen und Felder in Stand, er pflüget den Boden, er ägget und sät und rührt seine Hände von morgens bis spät. Bauernromantik pur. So habe ich das noch in meiner Kindheit kennengelernt, draußen auf dem Land, als Kinderreim. Wobei längst andere Zeiten eingekehrt sind. Gepflügt wird ja nur noch selten im März, wenn eine Zwischenfrucht eingebracht ist. Ansonsten ist ja bereits im Herbst alles vorbei. Der Boden vorbereitet, das Wintergetreide gesät und fertig. Und jetzt, Anfang Februar, stehen die Pflanzen, der
Weizen, der Raps, die Wintergerste in den Startlöchern für den Frühling. Wobei man sich bei diesem Schmuddelwetter lieber verkriechen möchte. Nass und kalt, so als ob sich das Wetter gerade nicht so richtig entscheiden könnte. Sonne oder Regen? Lieber ein bisschen Schnee? Wind? Wärme oder doch lieber Kälte? Und dann heute von so einem Gleichnis reden, das von einem richtigen Säen redet, wobei man das richtig in Anführungszeichen setzen sollte. Denn das, was dort passiert, hat ja mit dem richtigen Säen von heute nicht mehr viel zu tun. Der Sämann, von dem Jesus erzählt, der wirft quer über das ganze Land, auf Wege, auf unwegsames Gelände, unter Büsche und Dornen. Und zu guter Letzt setzt, trifft er auch noch ein bisschen vorbereiteten Acker. Der Landwirt von heute, der hätte erst den Boden vorbereitet, gedüngt und dann exakt mit Drillmaschine genau so viel Saat eingebracht, wie es sich nach wissenschaftlichem Stand der Forschung gehört, um den meisten Ertrag zu erzielen. Aber darum geht's ja gar nicht. Dieses Gleichnis von dem vierfachen Acker ist ein Sinnbild für die Informationsverarbeitung von uns Menschen. Nehmen wir an, ein Sender sendet eine Information und wir sind die Empfänger. Nun kann alles Mögliche passieren. Ob die Information wahrgenommen wird, hängt dabei von ganz vielen Faktoren ab. Lassen Sie mich mal typische Situationen aufzählen. Komm, lass mich damit in Ruhe. Wir haben gerade ganz andere Probleme. Am Pfarrhaus, Arbeit noch und noch, die Auflagebalken verfault, aufsteigende Nässe und dann noch die Kinder zu Hause, die Schulcloud, die nicht funktioniert, Rechner, die nicht bezahlt und nicht geliefert wurden. Und vor lauter Sorgen und Probleme, die einen beschäftigen, wirklich in Anspruch nehmen, jetzt also noch das? Also bitte. Die Überlagerung von Informationen kennen wir ja von jeder Art der Werbung. Noch krasser durch Social Media. Was wirklich wichtig ist, überlagert. Oder zweitens. Da habe ich mich gerade auf ein ganz anderes Gespräch konzentriert, so wie letztens beim Spaziergang meinte Sarah, schau mal da, da hängt eine Grillzange im Busch. Und ich, echt? Habe ich gar nicht gesehen. Da waren andere Dinge wichtiger. Und ich habe weder die Grillzange noch die beiden Lampen gesehen, die Sarah einige Meter zuvor schon entdeckt hatte. Sie hatten einfach keine Bedeutung, keine Relevanz für die aktuelle Situation, für unser Gespräch. Wir waren einfach abgelenkt, konzentriert bei der Sache. Und da hat mich die Information nicht erreicht. Oder drittens, wir können einfach nichts damit anfangen. Einer sagte mir letztens, das letzte Mal, als ich eine Geschichte von Gott hörte, da war ich 8. Und ich fragte nach, und seitdem? Meine Oma ist gestorben. Und meine Eltern glauben nicht dran. In den Schulen, auf der Straße, im Gespräch, im Konfirmandenunterricht merkt man das mittlerweile ganz deutlich. Da fehlt ein Fundament, auf dem man aufbauen könnte. Da können viele mit Gott nicht mehr viel anfangen. Da fehlt Wissen um die Grundlagen, auf die man aufbauen könnte, woran man anknüpfen würde. Ist das alles unrelevant, nichts aussagend? Und natürlich kommt es dann noch auf die Personen an, die die Informationen senden, weitergeben, ob sie glaubwürdig sind, die Personen und die Informationen. Ob ich die Informationen interessant finde, ob sie mich emotional berührt, ob ich das auch gegenchecken kann. Und dann natürlich auch, was die Information mit mir macht, rein emotional. Wie sie mich agieren lässt als Reaktion darauf. Ob von mir erwartet wird, dass sich etwas ändert. Ob ich dem Impuls freiwillig oder widerwillig folge.
Wow. Und dann bin ich schon ganz bei mir selbst. Bei dem ganz Zentralen, dem Mitmenschlichen, dem Grundsätzlichen, Fundamentalen. Wie gehe ich womit wie um? Trifft mich das? Rührt es mich an? Lässt es mich kalt? Gehe ich vorüber? Es sind genau diese Fragen, die wir auf jedes Problem dieser Welt anwenden können. Zum Beispiel auch Armut oder Obdachlosigkeit. Ich sehe sie, diese Menschen, die gut getarnt mit dem Fahrrad und einer großen Tasche unterwegs sind, auf der Suche nach Pfandflaschen. Oder die dann dort auf der Parkbank sitzen, als würden sie auf etwas warten, aber nie abgeholt werden. Trifft mich das? Rührt mich das an? Lässt es mich kalt bei diesem Wetter? Gehe ich vorüber? Oder die Menschen, die von Corona getroffen sind, direkt oder indirekt. Ich kenne mittlerweile einige von ihnen. Trifft mich das? Rührt es mich an? Lässt es mich kalt? Gehe ich vorüber? Oder die Geschichten von Gott, von Jesus in dieser Welt. Was er sagt, was er tut. Trifft mich das? Rührt es mich an? Lässt es mich kalt? Gehe ich vorüber? Bei dem Seemann geht es nicht um Effektivität. Er sät und sendet, wie es ein Radiosender macht. Ob was draus wächst, ob er empfangen wird, das hängt von den Empfängern dran an. Ob sie empfangsbereit sind, wie ein guter Boden. Ob sie hören wollen. Ob es interessant genug für sie ist. Aber dann kann ein kleiner Aufruf Wunder bewirken. Menschen erzählen einander begeistert, was sie gehört und was sie erlebt haben. Und sie reißen andere mit, sich damit zu beschäftigen. Und dann bin ich schon wieder bei mir. Will ich nur zusehen und abwarten, Däumchen drehen? Oder einfach dabei sein? Was bewegen und bewirken in dieser Zeit? Mitmachen bei dem, wozu Gott mich beruft? Denn der Same, das ist Gottes Berufung, sein Wort, seine Zusage. In der Taufe, dieser Same keimt, möge er aufgehen und Wunder bewirken in dir. Amen. Dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, ist verdorrt, ohne dein Wort. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Du kannst dies Wunder tun. Erst komm ich und dann komm ich,
tausend los geht es um mich. Was mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel gefehlt, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Herr Gott, du willst, dass wir dein Wort hören und beherzigen, in unserem Leben umsetzen. Doch immer wieder spüren wir Widerstände in uns, sind wir abgelenkt, frustriert, überfordert mit anderen Situationen. Sprich du neu in unser Leben hinein und zeig uns, wie du uns hilfst, das Leben zu meistern. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir merken, wie Corona mittlerweile ganz dicht an uns herangekommen ist. Freunde, Bekannte, geliebte Menschen erkrankt sind. Wir schrecken vor der hohen Anzahl der Toten und sehen das Leid in den Familien, die sich nicht verabschieden konnten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich, dass wir darüber nicht vergessen, was uns gerade in dieser Zeit bedrückt. Wir bitten dich für alle vom Hochwasser Betroffenen weltweit. Wir bitten dich für alle, die erneut mit Busspenden kämpfen müssen, wie jetzt wieder in Australien. Und diejenigen, die unter dem Sturm tief leiden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich für uns, stärke unseren Glauben, schenk uns Hoffnung, mach uns stark in der Liebe, die dich bekennt. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir in diese Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.